Erstes Spiel für Almedin Schieber und Lok Leipzig in diesem Kalenderjahr. 3 der letzten 4 Partien in der Regionalliga hatte Lok verloren. Bei Hertha wieder Tim Goller im Tor. 2. Spiel. Gestern ist er 18 Jahre alt geworden und hat gleich seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über 200 Fans von Lok Leipzig waren mit in die Hauptstadt gekommen. Vorsichtiger Beginn von beiden Seiten. Nach 24 Minuten die erste zwingende Aktion der blau-weißen Hertha. Über die rechte Seite Abdulatif Rölke für Čović und Isa Dogan mit der ersten Parade. 2 Minuten später, weiter Pass von Luka Sirch auf Jamal Ciane, der versucht's. Mit dem Heber Goller ist da, dennoch Daumen hoch von Ciane für Passgeber Sirch, der hier wieder mit einem weiten Ball auf Kapitän Pfeffer. Auf der linken Seite Pfeffer mit dem Auge für Fufak. Beste Möglichkeit für die Leipziger bis dahin, Tim Goller zur Stelle. Ein gutes Spiel der Hertha Bubis, die früh störten immer wieder Bälle, eroberten Čović für Toni Rölke, Dogan heraus aus dem Strafraum. Der Torhüter aufmerksam und er macht alles richtig, lässt die Hände weg beim Schuss von Rölke, klärt mit dem Oberschenkel alles sauber und korrekt. Ein Regionalligaspiel auf hohem Niveau, das Team von Almedin Schieber mit seiner besten Möglichkeit nach der folgenden Ecke. Pfeffer kurz ausgeführt auf Fufak. Der zögert nicht lange, zieht ab aus der 2. Reihe und trifft den Pfosten. Riesenmöglichkeit für Lok. Tückischer Aufsetzerball. Tim Goller da zum ersten Mal überrascht. Aber Hertha weiterhin druckvoll. Axar Karl sehr agil. Auf der linken Seite gerät er ein bisschen in Rücklage und verfehlt das Tor von Isa Dogan. Nur 1 Minute später wieder Gegenpressing der Hertha. Balleroberung. Maurice Čović schießt aus 18 Metern. Dogan ist wieder zur Stelle. Entschärft den Schuss von Herthas Kapitän. 40 Minuten vorbei. Hertha über Rölke. Čović zunächst noch geblockt. Gündüz, der das Ganze eingeleitet hatte. Und auch er scheitert an Isa Dogan, dem Torhüter von Lok Leipzig. Es war ein 0:0 der besseren Art zur Pause. Ante Čović wusste natürlich, dass seine Mannschaft hier hätte gut und gerne führen können. Die 58. Minute. Hertha mit McMordy Hüter. Ball ins Zentrum. Gündüz auf Rölke. Tolle Einzelaktion von Toni Rölke. Und da ist es, das erste Regionalligator für den 20-Jährigen. Toni Rölke hat in der U-Bundesliga getroffen, wie er wollte in der Regionalliga, noch ohne Torbeteiligung. Aber das macht er ganz, ganz stark. Lässt da Heinke aussteigen mit der Drehung um die eigene Achse. Von Gündüz schön vorbereitet. Und dann der überlegte Abschluss. Dogan ohne Chance. 1:0. Hertha BSC. Die Antwort von Lok Leipzig exakt 3 Minuten später. Pfeffer mit dem Freistoß. Kurz ausgeführt für Grimm. Präzise Flanke. Ciane 1:1. Der 2. Torschuss erst von Jamal Ciane. War das ganze Spiel über kaum zu sehen. Aber er ist eben ein Topstürmer in dieser Liga. Saisontreffer Nummer 7 für Jamal Ciane. Die Antwort der Leipziger im Stil einer Spitzmannschaft. Goller im Tor, ohne Chance, gutes Timing von Cian. Der Ausgleich zur Freude der Leipziger Fans. Die beste Phase des ersten FC Lok begann jetzt, 63. Minute. Fufak kommt da aus dem Hinterhalt, zieht ab, Aufsetzerball. Goller ist zur Stelle. Die 84. Minute, Hertha in Ballbesitz. Leipzig hält dagegen Alimla. Der war eingewechselt worden und spielt jetzt diesen Katastrophenpass. Ciane ist da und macht das 2:1. Welch eine gnadenlose Effizienz von Jamal Ciane und Lok Leipzig. Alimla hier unter Druck gesetzt von Ogbidi. Er kann alles machen, nur nicht diesen Pass spielen. Goller muss raus, 20 Meter vor dem eigenen Tor, bringt den Ball nicht an Ciane vorbei. Und der schiebt ein zum 2:1. Lehrgeld, das Hertha BSC bezahlen muss. Lok Leipzig dreht das Spiel und gewinnt 2:1.
In dem Fall hatte ich das Glück, dass er nicht so scharf gespielt hat, konnte einen Fuß vorhalten und ein Pressschlag zum Glück vor meine Füße nochmal gefallen. Ja, wie gesagt, so eine dreckigen, ekligen Tore, das finde ich immer am geilsten, anstatt so eine schönen, da sagt dann jeder Glück oder was weiß ich, finde ich immer am geilsten. Und dass man wahrscheinlich da 200 Mal umsonst läuft und dann halt mal für sowas belohnt wird, ja. Das passiert eben, wenn eine Mannschaft Fußball spielen will. Jamal ist hellwach und macht das 2-1. In der Hinsicht glücklich, aber ich denke, dass heute beide Mannschaften hätten gewinnen können und wir freuen uns, dass wir es sind. Dann führen wir 1-0 und geben das Spiel sehr leichtsinnig aus der Hand. Und wenn du gegen eine erfahrene Mannschaft spielst, wie Lok, die brauchen nicht viel, um Tore zu erzielen. Und das sind die Lehren, die wir ziehen müssen. Ich finde, dass wir heute unglücklicher Verlierer sind, würde ich sagen. Dennoch die faire Gratulation an den Matchwinner. Der erste FC Lok feiert im ersten Spiel des Jahres den ersten Sieg und macht weiter bodengut auf Tabellenführer Cottbus.